Königs gehört keinem Haus an. Er kniet vor keinem Banner nieder. Schwor seine Treue keinem Kelb. Er ist ein Mörder und darin sehr gut. Ich habe ihn verfolgt, ja? Seit die Wölfe ihre Ketten zerbrochen haben. Nun arbeitet Tanix für das Wolfsrudel. Doch nicht lange. Und damit ein fetten Eggemöchchen groß von mir, eurem Marv. Schaltet habt. Und danke, dass du noch weiterredest, du dämlicher Sack, Alter. Ich mache hier gerade eine Anmoderation zu einem Video, du Wichser. Halte ihn davon ab, das Dunkel zu stehlen. Ja, jetzt halt doch mal dein Maul. Danke. Also, das geschulte Auge hatte schon erkannt, wir spielen Destiny. Oh, fuck. Und ich wurde direkt weggeballert. Holy shit. Also, ich habe gespielt, aber dachte ich mir, ja, kannst du es mal wieder rausholen. Es ist ja auch für dieses Jahr eine neue Erweiterung angekündigt. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Eisenlords oder sowas. Irgendwas mit Eisenlords. Da hatten wir jetzt wieder, wie letztens auch bei, in welchem Video war es nochmal? Okay, scheiß drauf. Man sollte sich auf jeden Fall vorher informieren, bevor nicht so wie ich. Ich bin ein Fisch. Und das weiß ich und das wisst ihr. Aber wir spielen Destiny und ich dachte mir, das kannst du mal wieder auspacken, ist ein schönes Spiel. Mal wieder ein bisschen zocken. Und eventuell werde ich auch so ein Road to Eisenlords, also das soll ich jetzt hier machen. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Eisenlords, aber ich weiß die genaue Bezeichnung gerade nicht. Aber, aua! Alter, was ist nur los hier, ey? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Road to Eisenlords, also zu dem neuen DLC, sehen wollt auf unserem Kanal. Also ich hätte auf jeden Fall Bock zu. Dann hätten wir schon zwei Road to's am Laufen. Wir haben ja auch zu Battlefield 1 machen wir ein Road to. Ja, dann eventuell auch zu Destiny. Mal gucken, wie es bei euch ankommt, wie so meine Langzeitmotivation ist dann. Kann ich dann ja auch verschiedene Sachen spielen, also Multiplayer oder wie jetzt spiele ich einen Strike. Ein Tagesstrike, also der ist heroisch, etwas schwerer. Tanix ist kein gewöhnlicher Söldner. Er kämpft um einen Vertrag zu... What the fuck? Ja, also wie gesagt, etwas schwerer. Aber auch echt nur ein kleines bisschen, ja. Alter, meine Teammates sind genauso überfordert wie ich. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen den Knüppel aus dem Sack holen. Alter! What the shit einfach nur! Aber ich habe ihn getötet gekriegt. Gott sei Dank. Okay, da hinten haben wir noch eine Hexe. Ich gehe erstmal hier rum, etwas Munition einsammeln. Ist der Ogre hier auf der Seite noch am Leben? Ja, ist er tatsächlich noch. Alter, die haben gezwiebelt, mein Freund. Machen Abgang. So, der belebt den schon wieder. Dann kann ich hier, okay, doch keine Munition aufsammeln. Aber nein, hier einmal nachhören. Genau, so sieht's aus. So, da in die Richtung sollen wir. Hat der ein schönes gefunden? Hui. Okay, da guckt sich wahrscheinlich erstmal an, was er gefunden hat. Ach, hier. Da muss man auch erstmal finden, ne? Alter, was zapscht denn hier so? Sorbsch. Aufzugsdämmer ist gestört.
Catch genau über dir. So, und jetzt ordentlich Damage raushauen. Weil das ist eigentlich eine nice Fähigkeit, die ich habe. Die macht an sich... Alter! Die macht an sich, glaube ich, kein Damage oder nur wenig. Aber jeder, der in der Nähe ist, der wird in so einen Strahl reingesogen und der Schaden, der wird dann an alle verteilt. Also wenn ich einen abfeuer, kriegt jeder Damage rein. Das ist schon nicht schlecht, vor allem wenn man keinen raufballert. Granaten oder sonst irgendwas. So. Da haben wir noch einen. Lass mal schnell Munition gönnen hier. Oh, moin. Ein bisschen Leben, wa? Oh. Da braucht jemand Hilfe. Aua, aua, aua. Haben wir kurz Entdeckung. So, mach mal einen Abgang. Ist eh besser so für dich. Tanix hat seine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet, Hüter. Du wurdest herausgefordert. Auf altem Wege. Okay. Wenn du so sagst. Ah, ich habe euch doch auf der Minimap gesehen. Oh, fuck. Dead Leaf. Nicht gut. Es lief, aber nicht gut. Dann verfällt da gleich direkt meine Fähigkeiten rein. So, zack, alles weg da. Da. Aua, aua, nein! Okay, das ist jetzt ungünstig. Oh, fuck. Ich muss gerade am Leben bleiben. Aua. Alter! Jetzt ist gut! Ho, ho, ho. Okay, der eine lebt wieder. Könnte ich jetzt zwar nicht wiederbeleben, aber wichtiger, dass ich hier bleibe. Respawn tun die ja eh. Oh, 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 shit. Komm her. Au, 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 fuck. Alter, man kriegt so hart Damage hier rein, das ist echt nicht feierlich. Aber es ist ja auch ein heroischer Strike, also das soll so sein. Oh. Tut mir leid. Tut mir doch leid! Mann! Vorsicht. Alter, kriegt er erstmal ordentlich eine gewischt. Aua. So, vernichtet. Zack. Oh, oh, das sind zu viele.
Okay, die kann natürlich schwanken. Ach ja, man könnte ja auch rutschen. Stimmt. So, weiter geht's. Er hat sich ja wieder mal verdrückt, der alte Sack. So, das sieht auch. Ja, eben meine ich auch. Kampfgebiet. So, ich gehe mal hier links. Ja, Wulski. Da kommt der Panzer an. Ich glaube, der hackt. Au. Die haben ja nicht mehr alle Tassen in der Schrank. Könntet ihr da hinten jetzt bitte mal sterben oder was? Zeig dich, du Sack. Oh oh. Oh, ich habe hier gerade auch Probleme. Ja, da hat sich wieder volle Rüstung gesnaggelt. Fuck. Ja, da geht doch voll die Party ab. Hui! Oh, da brennt ihr, ihr Säcke. Oh. Habe ich auch schon länger gekämpft. Auf die Beine bei den Dingern. Da macht man am meisten Damage. Aber auch nur, wenn der Panzerung ist, was irgendwie komisch ist, aber okay. Oh. Der hat einen kassiert. Nein, bitte nicht. So, zack, rennen. Ich habe leider keinen Raketenwerfer-Muni mehr. Nein, 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 nein! Böse. Ich muss kurz nachladen. Oh shit. Ei. Oh, da habe ich ihn gedodged. So. Immer schön rauf da. Oh oh. Besuch. Muss das mal kurz ausnutzen hier und ordentlich Damage raushauen. So, den habe ich wieder. Fuck. So, okay. Oh, da liegt ein Engramm. So, du machst jetzt einen Abgang. Danke. So.
Gott sei Dank arbeiten wir gut als. Schon richtig hart verkackt. Da, bitte. Oh, noch einen Graham. Einen Graham. Alter Mann, wir kommen gar nicht mal dazu, den großen Land zu. Fuck. Was macht der da? Komm schon, hol mich, dann ist wieder alles besser. Okay. Feuerschutz incoming. Okay, das sagt jetzt hart. Der letzte, ich will es aber nicht riskieren. Aber wir dann wieder von vorne anfangen müssen, wenn ich sterbe. Ist ja richtig scheiße. Okay, ihn kann ich versuchen zu holen jetzt. Aua. Nein! Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Er ist ja voll der Sniper, der Typ. Oh, den muss ich mal kurz so wegmachen. War ein bisschen wasted, aber um sicher zu gehen. Ah, jetzt können wir ihn geben hier. Geht weg. Da. Fliegt da einfach nach hinten, weil ich ihn mit der Granate abgeworfen habe. Was macht der Typ da oben? Ei! Boah, da hat er mir gerade hart den Arsch gerettet. Haben wir ihn? Alter, wir haben den echt. Nein, ich wollte ihn gerade. Oh, ja, okay. Noch ein bisschen Muni. Können mal schwere Munition gebrauchen, ehrlich gesagt. Wie mein Granatenwerfer. Ja, Raketenwerfer. Oh shit. Ja, Wulski! Gib mir doch. Wiederbelebung. Aua! Alter, schwere Munition. Hammer nice. So. Oh shit. Ab, du Wichser. Ich muss mal kurz meine Panzerfaust nachladen. So. Okay, das sieht aus wie die Endarena für ihn. Jo. Hat er mit dem Taser auf ihn geschossen oder was? Wo ist er nu? Da. Ah, natürlich direkt der Besuch. Damit. Alter, die halten aber schon was aus, wa? Nein, da
Was ist das? So, du auch weg. Wo ist er denn jetzt? Ach, immer noch da in der Ecke. Mach ich mal ein bisschen um. Ja, moin. Du hast einen Moment. Höp. Möp. Oh. Ne, bitte nicht die Eier ins Gesicht stecken. Das habe ich nicht so gerne. Oh fuck! Die sind beide tot. Okay. Ich? Alter, das war aber knappig 9000. Und jetzt ihn hier. So. Alles klar. Ihn hier auch wieder. So, jetzt haben wir aber wieder alle am Leben. Oh, shit. Nein. Alter. Junge! Du kannst dich doch nicht einfach neben mir setzen! Na, egal, Hauptsache er überlebt. Ja, sitzt da mal lieber. 8 Sekunden, dann bin ich eh wieder da. So. Hey, lass mich spawnen. Jetzt gibt's die Rache. Oh, moin. Tada. Alter, was da alles rechts gerade gelaufen ist. Da kam ja alles. Alter. Nein. Geht weg! Jawohl, was steht denn da noch alles? Alter, ich will nicht wissen, wie viele Gegner ich getötet habe am Ende der Runde. Der Wolf Captain. So, alles frei. Wir müssen ihm jetzt mal wieder Damage machen. Okay, oder auch nicht. Komm, bei dir muss ich nur das Schild wegmachen, dann bist du quasi tot. Jawohl. Da hat doch auch nicht mehr viel. Oh, 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 okay, er hat noch genug. Okay, er ist tot, oder? Nee! Ey, beleb mich wieder, bitte! Ich will die Sachen einsammeln! Komm schon! Achso, ich kann wieder einen Stieg machen. Oh. Das wäre richtig abfuckt, wenn ich die Sachen nicht... Also erst das Wichtige hier von ihm, das Gute. Ja, Respekt, Alter. Ich hätte lieber Rührei mit Speck. Alter, was ist denn hier los? Entspannt euch mal, ganz ruhig. 91 Leute gekillt. Holy shit, was hat der denn gekriegt? Eine seltsame Münze. Ja gut, dann haben wir den Strike beendet, nach 25 Minuten ungefähr. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch einen Kommentar.
Und ja, natürlich auch sehr über ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, aber wir euch eventuell gefallen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Vote Eisenlords irgendwas. Mann, das ist so schlecht. Ob ihr dieses Vote zu dem neuen DLC von Destiny sehen möchtet bei uns. Ich hätte auf jeden Fall Bock da drauf. Da könnte ordentlich was Lustiges bei rumkommen. Und ja, Destiny macht auch wieder Spaß. Oh, ein Scout-Gewehr. Ich glaube, das rüste ich mal aus. Ja. So, und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.